Immer wieder hat man die Wiener Sezession in Ausstellungen im Publikum vorgestellt. Auch bei der Berliner Sezession war das so. Aber dass man sich mal Gedanken gemacht hätte, ob die beiden Städte und die Kunst in den beiden Städten etwas miteinander zu tun hatte, das ist eine echte Premiere und das wird zum ersten Mal in dieser Ausstellung Wien-Berlin, Kunst zweier Metropolen, in der Berlinischen Galerie versucht. Das sind Verbindungen in der Literatur und in der Musik und im Schauspiel, aber es gab diesen Austausch in enormer Art und Weise genauso in der bildenden Kunst. Zunächst trifft man hier alte Bekannte, sowohl in der deutschen, in der Berliner, als auch in der österreichischen Kunst. Da nenne ich jetzt einfach mal Gustav Klimt, Egon Schiele auf deutscher Seite, Otto Dix, Ernst Ludwig Kirchner. Diese Künstler entdeckt man hier wieder, einander gegenübergestellt, aber man entdeckt auch ganz, ganz viele andere Künstler, die man vielleicht gar nicht so kennt, auf beiden Seiten. Und man versteht, glaube ich, sehr, sehr viel über diesen wechselseitigen Austausch. Wir beginnen mit den Sezessionen, also mit den Künstlervereinigungen, die sich in Wien und in Berlin Ende des 19. Jahrhunderts gegründet haben und in denen zum ersten Mal in Deutschland wie auch in Österreich neue Themen in der Malerei wichtig wurden, nämlich zum Beispiel die Großstadt, das Leben auf der Straße und überhaupt das Leben der einfachen Leute, der Alltag. Die Berliner waren sehr interessiert, was in Österreich vorging und auch an der Mentalität der Österreicher. Das war eine andere Mentalität, eher sanfter, musischer, weicher. Und die Österreicher, die ja die Gemütlichen waren, waren eigentlich viel mehr interessiert an dem sachlichen, geraden der Deutschen. Diese beiden Blicke kann man da sehen. Ne? Einmal eben der wirklich sehr, sehr der moderne, dem Tempo, der Geschwindigkeit verschriebene Berliner Blick, der sehr stark sich mit der Stadt auseinandersetzt. Und zum anderen natürlich das vielleicht eher etwas besinnlichere, zurückgenommene, nicht ganz so beschleunigte aus Wien. Und dieser Gegensatz, dieser Mentalitätsgegensatz, den, glaube ich, versteht man sehr gut, wenn man sich die Kunst dieser beiden Städte anschaut. Das Interessante finde ich, dass einmal auch deutsche Kuratoren den Blick auf die österreichischen Sammlungen werfen und vice versa. Wir konfrontieren nicht unbedingt, die einen stehen dafür, die anderen dafür. Wir wollen diese Klischees etwas auflösen, sondern wir durchmischen in den Räumen Berliner und Wiener Positionen nach Themen auch. Gezielt haben wir spannungsvolle Gegenüberstellungen gesucht. Interessant ist Christian Schad als Position, ein Maler, der par excellence die neue Sachlichkeit vertritt, jemand, der in Wien und Berlin gelebt hat. In Wien hat er wunderbar porzellanhaft anmutende Porträts von Frauen gemalt. Frauenporträts, sozusagen der Haute Volée. Es sind also sehr gepflegte Frauentypen. Sie entsprechen genau dem Bild der neuen Frau, das heißt mit Bubikopf, souverän, wie sie die 20er Jahre ausgebildet hat. Malerisch kontrastierend zu Christian Schad ist Rudolf Schlichter mit seiner Darstellung einer auch typischen neuen Frau, aber es ist die typische neue Frau hier in Berlin. Eine Proletarierin, souverän im Hinterhof gemalt, Typus der neuen Frau, kurzer Haarschnitt, Bubikopf mit Fluppe und von provokantem Selbstbewusstsein. Eben eine berlinische Variante dieses Typus der neuen Frau. Eine Zusammenarbeit in dieser Form zwischen den beiden Häusern hat es noch nicht gegeben. Und es hat auch noch nie eine Ausstellung zu diesem Thema gegeben, die in der Hauptsache auch noch dazu auf die Bestände, auf die wirklich großartigen Bestände beider Häuser zurückgreift. Thank you.
Musik.